Gedichte und Zaubereien von Pablo Bommes, der spanische Kochstudio, Leute, hau mal rein. Servus im spanischen Kochstudio. Heute Arroz Caldoso mit Bocavante, also eine Art Hummer. Brutzeln wir erstmal von beiden Seiten an. Nehmen wir den Hummer raus und weiter geht's mit Zwiebeln, die ein wenig anbraten. Dazu kommt unser Seeteufelfilet, das Schwanzstück hinten. Das schneiden wir in kleiner Stückler zusammen, geben zu den Zwiebeln hinzu und auch ein wenig schön mit anbraten. Cola de Gamba, also Garnelenschwänze, die fügen wir auch noch zu unserem Seeteufelfilet hinzu, braten die an und würzen mit etwas süßem Paprikapulver. Als nächsten Schritt geschälte Tomaten, könnt ihr aus der Dose nehmen, könnt ihr auch selber frischer zusammenschnippeln, hinzufügen, gut mit anbraten und verrühren. Als Gewürze nehmen wir jetzt nur noch Salz, je nach Gusto, einfach mal ein wenig salzen, abschmecken und dann füllen wir auf mit unserem Fischsud. Da habe ich einen Bonnet der Pescado genommen, eignet sich besonders gut, circa einen Liter und noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Damit unser Fischsud noch ein wenig kräftiger und sämiger wird, habe ich noch ein wenig Tomate Fritto mit hinzugefügt. Und dann kommt auch schon der Reis, natürlich nicht so viel wie bei einer Paella, für 4 Personen, ca. 150 Gramm Buntkornreis. Und dann arbeiten wir wieder rückwärts. Das, was wir vorhin schön angebraten haben, unseren Hummer, den packen wir jetzt in unseren Fischstud rein und lassen alles nochmal richtig gut mit dem Reis durchkochen. Erfahrungsgemäß braucht der Reis jetzt nochmal ca. 15 Minuten und dann sind wir auch schon fertig zum Servieren. Leute, das schaut einfach super aus und schmeckt genau so, wie es ausschaut. Leckereien, Gedichte und Zaubereien von Pablo Bommes aus dem spanischen Kochstudio. Leute, abonniert den Kanal für viel mehr. Servus, wir sehen uns.